Die Reform der Europäischen Währungsunion geht langsam voran. Fast 20 Jahre nach der Euro-Einführung haben sich die Finanzminister in Brüssel auf eine Reform der Eurozone geeinigt. Im Mittelpunkt stehen dabei eine Stärkung des Rettungsfonds ESM und ein Ausbau der Bankenunion. Beim Thema Eurozonenbudget gibt es hingegen noch offene Fragen. EU-Währungskommissar Moscovici bremste die Euphorie. Wir können die Wirtschafts- und Währungsunion nur Schritt für Schritt und Stunde für Stunde voranbringen. Wir haben keine großen Sprünge nach vorn gemacht, aber wir haben einige wichtige oder bedeutende Schritte auf einem langen und schwierigen Weg unternommen. Jetzt ist der EU-Gipfel dran, diese Vereinbarung zu unterstützen und zu zeigen, wie es mit den offenen Punkten weitergehen soll, darunter natürlich auch das Eurozonenbudget. Die Reformen zielen vor allem darauf ab, die Eurozone besser vor Finanzkrisen zu schützen und langfristiger zu planen. Beim EU-Gipfel Mitte Dezember sollen die Staats- und Regierungschefs ihr Okay zu den Plänen geben.